Hallo ihr Schnuckelchen, wir sind wieder zurück bei Fallout, auf dem Weg zur Bücherei. Und, was ist denn jetzt los? Mit mir ist nicht gut Kirschen essen, alles klar. Das scheint wohl ein Raider gewesen zu sein, oder irgendwas in der Art. Ja, ein Raider, wusste ich's doch. Interessant. Dabei war ich mir hundertprozentig sicher, dass der Typ uns angreift, aber dem scheint nicht so gewesen zu sein. Er scheint wohl uns freundlich gestimmt zu sein. Bieten Sie irgendwas zum Verkauf an? Gib mir mal einen Muni hier, 10 mm, klasse. Energiezelle, das brauche ich nicht mehr. Ich brauche Stange Zigaretten. Splittermine, Laserpistole. Die habe ich ja verkauft. Redex kann ich mir mitnehmen. Gut. Danke. Hau rein. Bis dann. So, weiterhin auf dem Weg zur Bücherei. Eigentlich weiterhin geradeaus gehen, oder? Jetzt hier hoch? Oder vertue ich mich da? Ich meine, ich bin so schlecht im Kartenlesen. Oh, keine Ahnung. Ich gehe mal hier lang. Was soll's. Wir werden den Weg schon irgendwie finden. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Nein, hier sind nur Arschlöcher. Gut. Sehr gut. Müssen gleich mal wieder ein paar Sachen reparieren, ne? Ach, ich liebe die Shotgun. Shotgun rein. So. Wir sollten vielleicht gucken, ob wir es nicht sogar schaffen, hier rumzugehen. Aber das ist ja auch irgendwie Quatsch. Oh, nee. Wen attackierst du denn jetzt hier, du Ghoul? Mich. Yep. Sowas gibt's hier auch, so zombie-mäßige Viecher. Aber für uns sind sie schon relativ harmlos. Was sie jedoch immer bei sich haben, ist gute Items. Plünderungsgegenstände. Tolle Geschichte, ne? Kann man sich merken. Wenn man ein bisschen was Erfahrung und gleichzeitig ein paar Stimpacks oder Psychos oder Kronkorken bekommen möchte, dann viel ganz viele Ghouls killen. Ist eigentlich eine Lektion fürs Leben. Ja, ich denke mal schon, dass wir irgendwie zur Bibliothek kommen. Wenn nicht, dann, ne, habe ich halt wieder etwas unproduktiv gearbeitet. Aber wenigstens haben wir in dieser Episode mal so ein bisschen Aktionen. So ein bisschen Action. Ach Gott, ja, gut. Nehmt sie auseinander. Ja, wer? Mit wem sprichst du denn? Oh Gott. Paris Hilton, Igitt. Du schlechte Zähne. Ganz schlechte Zähne. Neues Gebiss für dich. Sturmgewehr, danke. Und es wird Zeit zu reparieren. Wie? Der ist total im Arsch, der Helm. Ist ja kacke. So. Kann ich hier nichts mehr verbessern? Nein. Aber der Helm ist im Arsch, das ärgert mich jetzt. Misto. Jagdflinte verbessern. Auch mit der Jagdflinte können wir Geld machen, du. Sapperlöt. So, Kampfflinte wieder reparieren. Sturmgewehr reparieren. Ja. Und schon haben wir wieder Platz im Inventar. Wunderbar. Obwohl das höchstwahrscheinlich nicht reichen wird für die Bücherei. Aber was soll's. Oh, ich sehe es schon wieder kommen. Das sind Arschlöcher Hunde. Raider Wachhund. Wie mit dem Messer geköpft. Wunderbar. Zeit zu sterben. Oh.
Respektiert meine Autorität. Respektiert meine Autorität. Du auch. Ich hab sogar Zeit zum Nachladen bei dir. Heini mit dem Flammenwerfer. Bin ich nackig? Leute, warum habt ihr nichts gesagt? Ich hab die ganze Zeit gar keine Kleidung an. What the fuck? Oder ist das nur ebenso gewesen, dass ich die Rüstung ausgezogen habe? Naja. Wie dem auch sei, der Typ hier hatte einen Flammenwerfer. Das ist ziemlich cool, wenn ihr mich fragt. Raketenwerfer, Rakete. Ach, Quacke, sind wir schon fast wieder voll. Das ist ja toll. Habe ich die alle hier schon ausgeraubt? Wenn, ja, geben sie mir ja nur Fleisch. Das ist ja egal. So, Stimpaks. Haben wir Lunchbox? Oder die wollte ich nicht mitnehmen, naja. Aber die Kartoffelchips wohl. Lecker, Mentats. Ich bin ja jetzt Mentats-süchtig. Das hätte ich mir vom Doktor vielleicht mal heilen lassen sollen. Aber hier haben wir nochmal ein paar Stimpaks, Pistolen und Patronen, sehr gut. Das wird gleich... Oh, die Pfeile will ich nicht, die wiegen was. Nuka-Cola. Wiegt schon was, aber hat keine... Ist eine leere Flasche? Nein, eine volle Flasche Scotch. Dann gucken wir mal, was der Liebe hier so gestern Lidl eingekauft hat. Whisky, Scotch, Fallobst, bla bla bla, so. Jetzt können wir ein bisschen was essen. Weil sonst sind wir auch wieder voll. Fancy Ladies Kuchen, Fleisch und Bohnen, Hundefleisch, Insta-Püree, Kartoffelchips, Leguan am Stiel, Maulwurstrattenfleisch, oh mein Gott. Ist ja alles wegmampfen. Meierlöckfleisch, Nudeln, Fallobst mit OU. Naja. Ist ja toll. Und eine Nuka-Cola. Kriegen wir einen Kronkorken dazu. Mit Nuka-Colas gewinnt man eigentlich nur. Und Pistolen und Patronen erhöhen unseren kleinen Waffen-Skill um 1. Sehr gut. Wollen wir noch ein bisschen Red X benutzen? Das könnte ganz nützlich sein, ne? Für unseren Zustand. Wir sind ein bisschen... Nein, das meine ich ja nicht. Ich bin Red Away. Naja, haben wir nicht so viel. Schade. Liegt hier sonst noch irgendwas rum? Motorrad-Benzintank, aber... Jawollo, damit können wir später coole Waffen bauen. Was ist hier denn? Lackierpistole, okay. Motorrad-Handbremse. 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 Das ist wichtig für die Waffen, wenn man später selbst Waffen zubereiten möchte. Scheiße, ich hätte hier schlafen können, hätte nicht das ganze Essen verschwenden müssen. Ist ja egal. Dietrich-Fähigkeit von 50. Ich habe jetzt Mentats. Das kann ich jetzt öffnen. Gib mal her hier. Ein Mentat habe ich. Mentats. Doch, ich habe 3. Jetzt habe ich den Skill. Das Schloss zu öffnen. Ja. Wenn ich den Skill hätte, das auch manuell zu... Wie ist denn das jetzt hier? Hier. Nein! Ach, du bist ja Kacka. Fuck. Ach Leute, habt Geduld mit mir. Ich bin nicht der größte Schlossknacker, Meisterdieb unter dem Herren. Oh mein Gott. Was? Hä? Da war nichts drin? Ich dachte gerade, das wäre der Munitionshimmel. Aber da war nichts drin. Echt seltsam. Brennstoff für Flammenwerfer. Tja. Enttäuschend. Aber hier ist noch was Leckeres. Leguan am Stiel. Lecker, lecker, lecker. Und ein Totenkopf für meine Sammlung. Ohoho. Nein, das war jetzt nicht so lustig. So, jetzt nehmen wir den Jet mit. Nein, ups, nicht das Glas, den Jet. Danke. Und die Psychos? Oder Medics oder was weiß ich? So. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das war auf jeden Fall sehr schön. Da haben wir einiges ausgeraubt, nur leider hilft uns das nicht weiter. Wir kommen nicht zur Bibliothek. Das ist natürlich ein bisschen kacke.
Oh, hier geht's ein bisschen steil ab, aber ich fürchte mich nicht vor solchen steilen Abgründen. Das schafft mein lieben Nielsen der Zweite mit links. So. Sind wir, glaube ich, einmal um die Stadt herumgelaufen. Durch ganz Washington DC, aber eventuell werden wir schon irgendwann ankommen in der Bibliothek. Ich habe auch beim ersten Mal etwas länger gebraucht, um die zu finden, also von daher ist das kein Weltuntergang. Ich wünschte natürlich, dass es beim zweiten Mal ein bisschen schneller gehen würde, aber wie gesagt, schon ein bisschen länger her, seitdem ich das einmal durchgespielt habe. Ich habe auch nicht alle DLCs gespielt. Ich glaube, ich habe nicht mal ganz bis zum Ende gespielt, weil das so lange doch gar nicht her ist. Also es kann sein, dass einige... Okay, ich bin ab... ganz dezent genießt. Sehr gut. Das spiegelt sich wunderbar wieder. In der Aufnahme. Vielleicht schneide ich das raus. Wahrscheinlich auch nicht. Ganz ruhig, ihr Lieben. Ihr kommt alle noch dran. Der Papa hat was für euch. So, alle diese schönen Irokesen-Figuren. Wie modern. Sowas sollte man mit Justin Bieber vielleicht auch mal machen, wenn er sich die nächste schöne Musik. Das ist sowieso die schönste Frisur der Welt. Modischer und attraktiver geht's nicht mehr. Sag mal, hallo? Was war das denn eben für ein Bug? Genau. Alle bekommen so einen schönen Haarschnitt. Auch meine Stimme macht heute nicht so gut mit. Ich lese da immer Penisstachrüstung. Naja, egal. Wir können jetzt hier nicht mehr alles mitnehmen, weil wir wahrscheinlich... Ach, wir müssen wahrscheinlich eh wieder nach Megatron, bevor wir überhaupt zur Bücherei kommen, um den ganzen Scheiß hier zu verkaufen. Du kannst ja nicht weitergehen. Ich glaube, wir nähern uns der Bibliothek. Ich glaube es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich humpel übrigens auch. Vielleicht alles wird ein bisschen schneller vorangehen, wenn ich nicht so humpeln würde. So. Und das Bein. Gut. Ja, geht etwas flotter. Nicht wirklich, aber etwas flotter. Schon. Wo geht es denn zur Bibliothek? Oh, schöner Leck hier. Hier ist auf jeden Fall eine Metrostation. Die sollte ich mir mal eben krallen, damit wir auch schnell wieder hinreisen können. Ach du Scheiße, was ist denn da los? Da setze ich mal eben wieder meine Kopfhörer auf. Habe ich eben abgesetzt, weil ich so am Niesen war. Ach, ein Jäger. Ich meine, du bist aber... Was soll das denn? Was denn? Ich wollte das nicht nehmen, ich wollte es mir nur mal angucken. Entschuldigung. Was soll das denn? Das ist schlecht für deine Lunge, Schatz. Reg dich mal nicht so auf. Öffne Mülltonne, Entdeckung überflutete Metro. Das ist schon mal gut. Kommen wir hier weiter zur Bibliothek. Ist die Frage des Jahrhunderts. Auf jeden Fall könnte es möglich sein, dass wenn wir hier weitergehen, wir eventuell zur Bibliothek kommen. Ich bin mir jedoch nicht ganz sicher. Und mehr Bösewichte. Mann, wie ich mich freue, euch zu sehen. Sie leiden an Mentals Exclusion-Entscheidungen. Ja, ich würde gerne wieder sehen. Danke. Texturen sind auch noch nicht angekommen. Die kommen mit dem Bus nach. Das ist ein GameTube. Zitat. Das ist nicht mein eigener Witz. Tschüss. So. Schön viele Schrotpatronen verschwendet. Aber, ach, ihr habt alle Jagdflitten. Den Helm bräuchte ich aber mal. Ich bin überlastet. Das ist ja auch Kaka jetzt. Ach, mal wieder überlastet. Ja, ja, das ist voll laut. Wieder Blastermeisterhelm. So. Steppenrüstung. Jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Das Zeug brauche ich auch nicht.
So, wieder Jagdflinten so reparieren. Wir Jagdflinte nach Jagdflinte. Wird hier repariert. Kampfflinte, auch gut. Vielleicht sollte ich die Minigun und den Flammenwerfer nicht unbedingt mit dabei haben. Und vielleicht auch mal aufbrauchen. Dann zeige ich euch jetzt mal, wie viel Spaß das macht, mit der Minigun zu schießen. Ist nämlich eigentlich gar nicht so kacker. Ich zieh das mal rein. Nur leider, das ist mein großer Waffenskill ziemlich scheiße. Und daher im Slow-Mo-Modus eh nicht so wirkungsvoll. Dein Stündlein hat auch geschlagen. Messer gegen Minigun. Du bist ein Charmeur, Raider. Komm her. Ja. Ich sterbe nie, denn ich habe Stimpaks und du nicht. Ja, die wird jetzt aufgebraucht, die komische Minigun. Und tschüss, mein Freund. Auf Wiedersehen. Es war so schön mit euch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Ah. Wieder was zum Reparieren meiner Rüstung. Wunderbar. Eine müssen wir jedoch fallen lassen. Den Helm auch wieder aufsetzen. Und ich muss diese Jagdflinten loswerden. Das bringt doch gar nichts mehr. Ich muss eine davon fallen lassen. 99, 97, hier, komm. Die Jagdflinte reparieren. Die Minigun ist eh gleich im Arsch. Die wird dann auch weggeworfen. Das bringt ja alles sonst nichts. Aber cool, ne? Auch so ein bisschen... Ich bin kein Fan sonderlich von den großen Waffen. Die sind natürlich aber auch deutlich eindrucksvoller. Obwohl ich die Reaktion durch die Shotgun deutlich besser finde von den Leuten. Bleirohr, willst du mich verarschen? Mein Gott. Hier noch einmal die Rüstung reparieren. Geht nicht mehr, oder was? Fuck. Was habe ich jetzt weggeworfen? Oh, jetzt lade ich erstmal nach. Das dauert auch ein bisschen. Was? Hey, hallo? Gut. So. Was habe ich denn hier jetzt weggeworfen? Bei Helm und die Rüstung. Oh, scheiße, ich habe die gute Rüstung weggeworfen. Wo liegt sie denn? Da. Die will ich natürlich nicht wegwerfen. Will die equippen? Und die hier wegwerfen. So. Okay. Wenn wir beim nächsten Mal... Oh, ich meine, ich habe ein bisschen überzogen. Egal. Ihr Süßen, wenn wir nächstes Mal wiederkommen, ne, dann sind wir hoffentlich langsamer bei der Bibliothek angekommen. Ich hoffe, ihr habt diese kleine Reise mit mir auch ganz gut gefunden und habt euch ein bisschen amüsiert. Und ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Ich werde euch vermissen, ne? Haut rein. Tschüss.